So, dann ein recht herzliches Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen die HC Erlangen. Die HC Erlangen entstand 27:25 vor 6.458 Zuschauern. Zur Halbzeit 14:12 und die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste. Jonas Tümmler mit 5 Toren, 4 Tore von Nikolai Link sowie auch 4-mal unser ehemaliger Spieler Michael Haas. Auf Seiten des SC Magdeburg heute Robert Weber mit 9 Toren. Dazu mit 3 Treffern Matthias Musche und Finn Lemke ebenfalls 3 Treffer. Die restlichen Spieler, die noch erfolgreich waren, trafen jeweils 2-mal. Soweit diese statistischen Werte. Wir begrüßen recht herzlich Gästetrainer Robert Andersen und bitten um sein Statement zu diesem Spiel. Ja, schönen guten Abend. Glückwunsch Bennett und Magdeburg Boys zum Sieg. Ja, wir sind natürlich ein bisschen enttäuscht. Wir finden selber, da war ein bisschen mehr drin heute. Ich finde, unsere erste Halbzeit machen wir richtig gut. Machen uns vielleicht das Leben ein bisschen schwer, diese 100%ige Chancen von außen und so weiter da zu verwerfen am Anfang. Das könnten wir ein bisschen mit ein paar Tore weggehen. Ich finde auch, wir könnten erste Halbzeit auch führen, aber wir stehen gut in Abwehr, wir haben einen guten Torwart, über 40%, aber trotzdem liegen wir mit 2 Toren hinten. Und ich finde, da war es eigentlich unsere eigene individuelle Wurfschwäche. Wir haben das gut rausgespielt, wir haben unsere Sachen gut gemacht. Aber das sind die wichtigen Sachen, die haben wir nicht gemacht. Deswegen sind Magdeburg mit 2 Toren in Führung. Auch zweite Halbzeit machen wir da teilweise gut. Wir stehen okay in Abwehr. Die kriegen nach 15 Minuten, können die zu schnell Ball spielen, in Schwung kommen, machen das 6-7 einfache Tore sehr schnell hintereinander. Wir kriegen das wieder in den Griff. Wir arbeiten uns dran nach diesen 3 Tore hinten. Wir gehen sogar vorbei, führen mit einem Tor. Aber dann zum Schluss, die letzten 10, finden wir leider keine Lösung im Angriff. Nicht so wie früher. Und diese individuelle Stärke oder diese individuellen Entscheidungen, was man braucht in so ein enges Spiel, um zu gewinnen, das hat leider gefehlt heute. Und das hat Magdeburg besser gemacht heute. Und deswegen haben die auch so ein, ich finde, gutes, enges Spiel verdient gewonnen. Aber wir sind enttäuscht. Aber wir können auch sehr, sehr viel mitnehmen von so einem Spiel, in Magdeburg so lange mithalten zu können als Aufsteiger. Teilweise das richtig sehr gut machen, finde ich, unsere Jungs. Wir arbeiten weiter mit unseren Sachen, unserer Weiterentwicklung. Und wir sind auch in so einem Spiel wie heute auf einem sehr guten Weg, finde ich. Danke. Danke, Herr Robert Andersen. Vom Management des HC Erlangen ist René Selke noch da. Bitten auch nochmal ihm um ein paar Worte. Ja, danke schön. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich denke, zum Sportlichen hat Robert das meiste gesagt. Natürlich sind wir ein bisschen traurig, dass wir am Ende die Big Points nicht gemacht haben, weil wir hatten hier wirklich eine unfassbare Chance, einen riesen Coup zu landen. Ich denke, als Aufsteiger in Magdeburg was mitzunehmen, das wäre schon eine Riesensache gewesen. Und die Möglichkeit hatten wir am Ende. Es war ein sehr, sehr enges Spiel. Aber trotzdem, denke ich, sollte man auch die positiven Dinge einfach hervorheben. Wir haben uns ja wirklich sehr, sehr teuer verkauft. Davon können wir am Ende uns zwar relativ wenig kaufen, weil wir am Ende keine Punkte haben, aber durch die 2 letzten Siege haben wir uns da ein ganz gutes Polster angelegt und hatten eigentlich heute relativ wenig Druck. Ich finde, das hat man der Mannschaft angesehen. Sie hat ja sehr befreit aufgespielt, sehr mutig aufgespielt, sehr, sehr lange dagegen gehalten, am Ende wirklich ein ganz, ganz tolles Ergebnis rausgeholt. Jetzt wollen wir natürlich dieses Ergebnis auch in Punkte ummünzen und da haben wir nächsten Samstag beim Frankenderby in Coburg wieder die Möglichkeit dazu. Vielen Dank. Danke, René Selke. Ja, Bennett, deine Eindrücke vom Spiel. Guten Abend. Erstmal danke für die Glückwünsche. Danke, Robert. Danke, Herr Selke. Ich nehme die gerne entgegen. Trotzdem möchte ich heute auch mal ruhig Glückwünsche zurückgeben, weil das war wirklich noch eine sehr gute Leistung des HC Erlangen, die wir natürlich anerkennen, die wir aber auch in der Art und Weise erwartet haben. Ich habe 2-mal das Wort jetzt von den Kollegen aus Erlangen Aufsteiger gehört. Ich habe das, glaube ich, schon auch in unserer lokalen Presse formuliert, dass ich nicht das Gefühl habe, dass Erlangen eine typische Aufsteigermannschaft ist, da sie doch über sehr viel Qualität und sehr viel Erfahrung in dieser Mannschaft verfügt. Daher haben wir auch großen Respekt gegen unseren Gegner gehabt, wie wir das immer haben, aber wussten auch über die Stärken der HC Erlangen und wollten genau das machen, was wir am Anfang relativ gut noch gemacht haben. Wir haben
kompakt in der Abwehr gespielt, wollten Würfe über die Außen haben, wollten wenig Würfe über den Rückraum haben, wollten Nico Link, Michael Haas und auch Teilinger im Griff haben und wollten Yannick Rehn ins Spiel bringen, der zurzeit einfach von außen in sehr, sehr guter Form ist, was man auch in der ersten Halbzeit gesehen hat. Da komme ich eigentlich auch zum Punkt, so wie Robert schon analysiert hat, ich analysiere das ähnlich bei meiner Mannschaft. Wenn Niklas Katsiganis 40% hat, dann weiß ich, warum es bloß 27-25 ausgeht und vielleicht nicht 35-33. Beide Torhüter haben enorm viel gehalten. Und wir haben wirklich dann auch viel verworfen, ob gute Torhüterleistung, schlechte Wurfauswahl. Das kann man im Nachhinein noch analysieren. Aber daran liegt es auch so ein bisschen, dass wir uns nicht absetzen können, dass wir Konter verwerfen, Pfosten treffen. Ich finde auch Mika Damgaard ist in der ersten Halbzeit nicht schlecht, eher unglücklich. Zweimal Innenpfosten, Wurfauswahl okay, spielen geduldig, bringen viel Bewegung ins Spiel. Und bin auch sehr glücklich, mit dem 14-12 in die Halbzeit zu gehen, mit dem Konter noch, haben dann die Chance, aus der Kabine zu kommen, im Ballbesitz auf 3 Tore zu gehen. Das gelingt uns nicht, kassieren 1, haben dann aber eine entscheidende Phase, glaube ich, von 19-18 gehen wir auf 22-19 und haben Ballbesitz und können auf 4 gehen. Da fehlt uns noch so ein bisschen der Killerinstinkt, dann zu sagen, jetzt nehmen wir 4, jetzt nehmen wir 5. Und dann ist Schluss. Ja, dann fehlt vielleicht auch so ein bisschen zum Schluss die Kraft Erlangen, das bis zum Schluss aufrecht zu halten. Aber wir bringen sie zurück ins Spiel. Ja, und dann wird es wirklich eng. Und dafür, für diese Crunch-Time, großen Respekt an meine Mannschaft, dass sie dem Stand gehalten hat. Erlangen hat mehrere dieser Crunch-Time-Spiele in der Saison schon für sich entschieden. Das war uns einfach im Hinterkopf. Wir haben das in Minden gemacht. Nee, Minden nicht, aber sie haben das in Barling vor einer Woche gemacht. Und da sind wir wirklich, wirklich gut gewesen und haben Charakter gezeigt und haben dann meiner Meinung nach auch verdient dieses Spiel zu Hause gewonnen. Mehr gibt es von mir eigentlich gar nicht zu sagen. Denn danke. Gut, Bennett, war ja sehr ausführlich jetzt bislang, was wir gehört haben. Herr Steffen, deine Ergänzung. Ja, guten Abend. Ich sehe es eigentlich genauso. Benno hat es ja schon analysiert. Das war das erwartet schwere Spiel gegen eine gute Mannschaft. Das wussten wir im Vorfeld. Ich glaube, dass unsere Mannschaft sehr vieles richtig gemacht hat. Sicherlich auch wieder Phasen hat, wo wir ein bisschen Probleme haben. Aber wir haben uns sensationell rausgekämpft. Ich finde das gut, die Moral der Mannschaft. Jeder hat für jeden eingestanden. Das ist das, was wir sehen wollen. Und das macht letztendlich auch eine Mannschaft aus. Und ich möchte mich einfach wieder bedanken bei fast 6.500 Zuschauern. Es sensationell, dass die Halle ständig voll ist und die Unterstützung auch immer da ist. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Dankeschön. Danke, Steffen Stiebler. Ja, jetzt die Möglichkeit, Fragen an die Verantwortlichen zu stellen. Bitte mit Mikrofon. Wird schon durchgereicht. Ja, Ronny, bitte. Ja, die Rausnahme von Matze Musche, war das eine Vorsichtsmaßnahme oder ging es nicht mehr weiter? Oberschenkel war es, glaube ich, ja. Genau, Matze hat einen Pferdekuss bekommen und hat selber signalisiert, dass es jetzt besser wäre, rauszukommen. An das eigenverständlich appelliere ich immer an dem Spieler. Das wäre jetzt der falsche Ehrgeiz gewesen. Wir haben noch bis zum 26. schwere Spiele von uns, viele Spiele. Wir werden jeden Spieler brauchen. Das war gut, das selber einzuschätzen, um einen gesunden, fitten Spieler von der Bank nochmal zu bringen. Die Möglichkeiten haben wir. Das ist dann auch kein Qualitätsverlust, wenn da Yves kommt, der in letzter Zeit beim Bergischen RC oder immer, wenn er gespielt hat, auch überragende Spiele abgeliefert hat. Habe ich einfach die Qual der Wahl. Weitere Fragen? Nicht der Fall, dann danke ich recht herzlich. Wünsche den Gästen angenehme Heimreise, schöne Weihnachten, guten Rutsch ins Jahr 2017. Ja, und uns wünsche ich dann 2 angenehme und hoffentlich erfolgreiche Auswärtsspiele, auf alle Fälle ein gutes Standing des SC Magdeburg in den fremden Hallen. Danke ich herzlich, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder am 21. Dezember, dann gegen die MT Melsungen. Bis dahin, Dankeschön, Wiedersehen.